Hallo und willkommen zurück bei Monster Hunter 4 Ultimate. Wir sollten beim letzten Mal auch hier irgendwie was noch... Oder haben wir das schon? Ja, Konchu-Materialien. Mal gucken, ob wir das... haben. Ja. Ist jetzt die Frage, Armschienen oder Armschutz? Ich würde mal so ganz, ich weiß nicht, ganz dezent an der Verteidigung gesehen sagen, nimm die Armschienen. So, ja, und dam. So, zack. Okay. Häusels bauen. Jeder baut sein Häusel auf. So, Dude. Komm, lass mal was futtern. Ja, wie geht's euch denn sonst so? Also, ich kann ja mal in den Chat reinfragen, wie es den Leuten dort so geht. Denn wir sind natürlich wieder alles live am Stream. Und mir ist aufgefallen, dass einige Leute auch wirklich immer, auch die, die sich einfach nur meine Let's Plays angucken, einfach mal aufgetaucht sind. Was ich total cool finde. Okay, hier kommen die Quests. Okay. Stinkender Zeltas. Okay, machen wir einfach mal. Okay, alle scheinen irgendwie schlecht drauf zu sein. Denen geht's scheiße, die sind krank. Was ist denn da kaputt? Außer Girl on Board, die ist auch wieder am Start und der geht es wunderprächtig. Hoffe ich doch mal. Schwer beschäftigt, Jäger. Mein alter Herr sagte mir immer, dass es kein Problem gäbe, dass man nicht mit einer harten Arbeit lösen könne. Ich weiß aber nicht, ob das auch auf die Kamerasteuerung zutrifft. Hier ist man wohl einfach nur Köpfchen beweisen. Was? Achso, ja, komm, Zielkamera, blablabla, kenne ich, Jung. Ich hasse das. Ja, komm, Karawanenführer, sag nicht hier so viel Bullshit. Ja, wäre ja auch schlecht, wenn es einem dauerhaft immer kacke gehen würde. Dies, das, Ananas. Ich meine, wenn es immer scheiße gehen würde, dann... So, was sollen wir überhaupt machen? Ich glaube, diese... ich habe wieder nicht aufgepasst, Leute. Quest-Info, Zeltas, was brauchen wir? Zeltas-Horn zerbrechen? Okay, was auch immer ein Zeltas-Horn ist, lesen wir das Ganze nochmal durch. So, blablabla. Was ist ein Zeltas, Mann? Ja, Ärger, ein Zeltas. Achso, Zeltas sind diese komischen Flugviecher. Mi, everywhere, genau. Psydox muss wieder Leute rumtrollen. Ach, ist das herrlich. Ich feiere meine Community einfach nur. Wo ist denn so ein scheiß verkackter Zeltas? Zeltas? Ist hier irgendwo Zeltas? Zeltas! Hier halten die sich doch meistens auf, oder? Nein, dort natürlich nicht. Was willst du? Halt die Goschen! Geht doch. Kann man von dir irgendwas kriegen? Ja, Psydox, das war ein Griff ins Klo, ne? Ich bin eh die coolste hier. Ja, das stimmt. Oh, Leute, ihr wisst was? Bitcoin Talk Org.
Proxy Invalid Image, okay. Ah, Leute, mir geht's momentan richtig scheiße irgendwie. Okay. Cutscene. Zelda, sind das nur Käfer? Okay, ich dachte, wir müssten jetzt so kleine Käfer jagen. Aber... What the fuck is this? Das Vieh ist ein richtig fucking großes Monstrum. Los, Alena, hau drauf! Großer Käfer. Was? Nein. Doch, riesengroßer Käfer. Hey, Alter, dreh dich. Och Mann. Guck mal, selbst die Katze, die kann das besser als ich. Naja, die Frauen halt wieder, ne? Die Frauen, die können's. Die können's halt. Und wir Kerle, wir sind wie immer zu blöd für alles. Ja. Was, warum wohl, hä? Und alles nur, weil ich sie mal hab. Ja, komm. Reiß mich halt auseinander, du elendes Viech. Alter, ich krieg das Teil auch noch nicht mal platt. Aber ich glaube, ich... Erstmal ein Farbball drauf. So, und dann einen Blitzball mit höchstwahrscheinlich Blitzbombe. Entschuldigung. Ach man, Alter, was postet ihr da für ein Mist? Richtig uncool, was ihr da postet. Da frage ich mich, wie willst du diesen blöden Shit-Fucking-Käfer erledigen? Alter. Boah, nee, Mann. Das Vieh fuckt mich ja jetzt schon voll ab. Ja, komm, Alter, ist auch okay jetzt hier. Was?
Du hast es geschafft, Kritzel. Du bist auf das Monster gesprungen. Hast du überhaupt beigebracht, wie man das macht? Aber ja, hast du. Nein! Warum hüpfst du runter, du dumme Nuss? Du Idiot, Alter. Und ich habe auch keine Schallbombe mehr, ne? Ach komm schon. Dieses Monster nervt doch nur noch. Ja. Ich geh drauf. Bam, Junge! Weg, Mann! Weg, Mann! Genau, weg, Mann! Komischerweise habe ich Kraut dabei zum Heilen. Willst du mich verarschen, Spiel? Oh, ey. Ja, bla bla bla. Komm, keine Gesundheit mehr. Ja, fuck you. Dreimal ins Lager und wir sind tot. Ja, wissen wir. Back den Eis. Könnt schon wieder ausrasten hier. Rage Mode. Alter, was ist das? Got kicked from Hogwarts because I'm using black magic. Ja, mit dem Bild gehst du voll zu weit, mein Freund. Hallo, Käfer. Dass die Alena da am Abgehen ist. Das ist schon Hammer. Voll Hammer, die Mieze. Okay, mach das.
komm schon. Komm. Entschuldigung, dass ich jetzt so wenig rede gerade. Aber ich weiß halt auch nicht. Komm, beruhig dich, beruhig dich. Zack. Und Downfall. Schau mal, Kritzel, das Monster versucht zu fliehen. Hast du es gesehen? Wenn du Monster verletzt, hinken sie. Oder wollen zu ihrem Nest, um ihre Gesundheit wieder zu regenerieren. Ein Monster muss in seinem Nest schlafen und völlig schutzlos. Und ist dort völlig schutzlos. Okay. Und wo ist das Nest? Da schauen wir doch direkt mal hin. Auf Gebiet Nummer 4. Quasi da, wo wir jetzt hinlaufen. Oder hinlaufen wollen, zumindest. Oh Mann. Komm schon. Junge. Okay. Auf jeden Fall, die Nebenquest haben wir schon mal erfolgreich gemeistert. Was schon mal sehr gut ist. Ach komm, mach doch nicht so einen Stress. Ha. Ah, meine Güte, meine Güte. Wow. Ach Mensch, du willst mich doch verarschen, du Scheißviech. Bam. Oh, du Kackvieh. Ist das ein beschissenes Monster gewesen, Leute? Das ist doch unnormal. Zeltas Panzer. Einfach alles ausweiten, was jetzt geht. Aquabeutel. Aquabeutel nochmal ist super. Also es ist ein echt nettes Monster gewesen. Und ja, definitiv mega gut. War auch für mich etwas neu, weil ich glaube, das ist eins der neueren. Ich bin mir jetzt da nicht so sicher.
Dum, dum, dum. Aber wenn euch der Part gefallen hat, lasst doch einfach einen Daumen nach oben da. Denn unsere Aufnahmezeit ist schon wieder fast vorbei. Beziehungsweise ist vorbei. In dem Falle, ich wünsche euch einen schönen Abend noch und reingehauen und Wiedersehen und kommentiert, was das Zeug hält. In diesem Falle, und tschüss.